mal hoffen, dass hier keine Mücke umfliegt. Ah, Creeper schaltest du nicht mehr an, oder? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Ach ja, und oben an der Decke ist noch Erde. Ja, klar. Und hier unten ist noch Cobblestone. Hier dieses Dinges und dieses helles Dinges. Es ist ja auch alles noch ziemlich in der Beta-Phase gewesen mit der Mine, weil ich da ewig lang nicht weitergemacht habe. Ne? Aber jetzt müsste eigentlich größtenteils... Beta-Phase. Ja, hier oben ist alles soweit in Ordnung. Bis auf die Bodenteile natürlich. Ja, und hier vorne sind noch drei in der Decke. Meteoritteile wahrscheinlich. Mhm. Und hier vorne ist eine Kobbel. Der letzte Scheiß, muss ich ganz ehrlich sagen. Den verschiedenen Steinen. Das macht mehr Ärger, als es bringt. Bringen wir? Oh. Ich glaube, ich lasse das jetzt auch hier. Mehr Steine habe ich nämlich gar nicht. Das wieder brennen. Und die Kiste ist sowieso auch schon voll. Also, wenn ich hier weiterbaue, dann werde ich das wahrscheinlich auch ausbessern. Oh, hier ist Eisen, das nehme ich mal mit. Habe ich schon lange nicht mehr gefunden, so ein Eisen-Ding. Natürlich auch mal wieder Zeit. Du aufhören? Weiß ich noch nicht, ich muss jetzt wahrscheinlich erstmal das zu Ende machen, was ich machen wollte, und dann überlege ich mir, ob ich dann aufhöre. Ich überlege mir dabei, wo ich am besten aufhören kann. Und natürlich erstmal die Aufnahme voll bekommen, bevor man überhaupt überlegt, darüber nachdenkt. Ich will ja nicht irgendwie mittendrin einfach aufhören. Also, ne, Baum. Du musst groß sein. Nicht so klein, sondern groß. Also, falls ihr euch wundert, hier kommt garantiert nicht noch eine Mine hin. Die Mine, die kommt natürlich dahin. Aber hier kommt ein mehr oder weniger ein Lagerbaum hin, der etwas größer ist, aber natürlich dauert es, bis der gebaut ist. Oh, das passt ja. Ist noch zu. Obwohl das sowieso abgebaut wird. Ist jetzt auch egal im Endeffekt. Steht hier vorne so ein großer Baum. Nur dass ich weiß, dass ab hier alles rüber geht. Hier mache ich dann die Wand aus Cobblestone, weil ich im Prinzip nicht die. Erstmal für die Wand nicht noch so viel Cleanstone brennen will. Und zweitens, weil es vom Kontrast her hier in dem Keller viel besser aussieht mit Cobblestone und so eine Wand als mit meiner Meinung nach. Mhm. Mehr kellerartiger aus. Soll das ja auch sein. Können wir hier schon mal anfangen. Das war jetzt nur wenig, was wir machen, aber später wird es dann nicht sinnvoll sein, wenn wir hier schon mal Cobblestone hinmachen. Da kann ich nicht mehr rennen. Und es wird Nacht. Und das übelst schnell. Bin nur dabei. Wie waren die Fackeln? Die Fackel habe ich falsch gesetzt. Die ist weit. Ja. Dann reiße ich das natürlich auch noch mit raus. Ich weiß, dass es hier rüber geht.
Ah ja, das wird alles. Und? Wie weit besser? Warte mal. Ich bin fast so weit wie ich. Aber ich kann natürlich jetzt nicht komplett den Raum schon fertig bauen. Ich mache jetzt nur so einen Übergang. Ich weiß, mit welchem Material ich weitermache. Ich würde sagen, auch im Boden lass mal einfach. Oder machen wir vielleicht Holz? Machen wir Holz. Alles. Da mache ich jetzt erstmal nur ein, zwei Blöcke. Habe ich noch Holz? Wenn ich kein Holz mehr habe, dann. Automatisch. Ich habe natürlich wieder gar kein Holz, ne? Dann lasse ich es jetzt aber auch. Dann merke ich mir das einfach schon. Nächsten Mal. Eisen möchte ich natürlich noch in den Ofen stecken. Hier noch was drin eigentlich. Noch Glas drin. Machen wir mal den mittleren. So. Hauptsache, ich habe null Fackeln in der Hand, ne? Mhm. Null. Ah, nee, ich habe. Ach, das ist bei meinem Texturepack so eine Sache. 10 ist, also, weißt du, ich hatte vorher 11. Die 1, die ist in der Fackel drin, ne? In dem Fackelsymbol. Und da denkt man, das ist einfach, gehört zum Symbol dazu, ne? Mhm. Und ich hatte gerade 11 und hab einige hingebaut und hab jetzt nur noch 10, ne? Ich habe von vorher gedacht, dass ich, warum ich nur so wenig Fackeln habe. Jetzt habe ich noch 9, genau. Und dann mache ich das hier noch mit der Decke. Oder ist das von der Decke? Ach, hier sind die Öfen. Gut, dann ja natürlich. Okay. Und beendest du nun? Ja, natürlich. Moment, da möchte ich aber nochmal zu dir gehen, gleich. Warum? Oder du kommst nochmal zu mir, wenn du willst. Ja, geh ich hier zu dir. Natürlich noch meine Sachen in die Kiste legen, falls ich. Weißt du, zwischendurch, wenn ich auf dem Server andere Dinge mache, dann habe ich mein Ding-Inventar nicht mehr. Ja, dann löscht du demnächst keine Inventare mehr. Es hat doch so eine gewisse Kelleratmosphäre, oder? Ja. So, könntest du mir vielleicht noch 9 Holzbarrieren geben? Oder Holzdinger? Dann wäre ich auch schon fertig. Was für 9 Holzdinger? Na warte, ich nehme jetzt mal den Baum hier. Und will den noch schnell abfarmen. Ob ich da 2 Kisten rauskriege. Kriege ich nur eine raus, aber die eine brauche ich unbedingt für mein Inventar. Sonst haben wir das vergessen. Ja, aber wo mache ich die am besten hin? Hier am besten hin. Sachen, die ich vielleicht nochmal in die Kiste tun kann, die nehme ich nochmal raus. Ein Ding kann man doch noch anpflanzen, oder?
kann sich das halt bei dir noch an. Das ist dein Feld. Alles klar. Komm ich hier nicht mehr hoch? Nö. Aber es geht los. Geh übers Feld. Wir haben jetzt kaputt gemacht. Oder da, nein. Ich geh jetzt darüber am besten. Wenn du hier so gehst, dann passiert nichts. Vielleicht wenn ich sneake. Okay, dann tue ich hier die Cobblestone noch mit rein, weil die passen da nicht mehr rein. Brauchst du noch Granit? Die Kiste ist rotzevoll mit Sachen. Ach, Rottenflash, tu mal raus. Na. Kommen hier noch Cobblestone rein. Verabschieden. Einen Moment. Verabschieden. Kommt hier noch raus, kommen die zwei Stone Slabs. Ich beobachte deinen Name Tag. Ah, alles klar. Immer hier noch. Tag 350. Es hat sich immer noch nicht bewegt. Ich muss natürlich hier alles ordentlich speichern. Ne? Liebe Zuschauer, das müssen Sie jetzt nicht mehr alles mitverfolgen. Das ist jetzt nur, damit ich beim nächsten Mal auch noch alles habe, was ich hier gehabt habe. Ne? Komm weg damit. So. Ah, jetzt ist mein Inventar leer. Rüstung habe ich keine angehabt. Gut, dann kommen wir am besten zu mir, dann machen wir zusammen den. Oder zu dir, dann gehen wir mal zu dir. So, dann gehen wir am besten nach oben. Zur Uhr oder was? Ja, dann haben wir einen guten Überblick. Was meinst du hier so rüber? Ja, und hier werde ich auch auf jeden Fall. Moment, warte. Hier hoch. Lass es. Kommst du raus? Ich dachte, du merkst es nicht, dass die Uhr ein bisschen die falsche Richtung hier hoch, zeigt. Hier hoch. Auf dem Hausdach. Von hier oben hat man einen guten Überblick. Ja, natürlich. Hier ist das Gebäude von Dennis, da unten die Farm und nachdem ich das hier ausgebaut habe, auch dein Haus. Mein Haus versinkt so ein bisschen darin, weil das so ein bisschen im Berg eingelassen ist. Aber dafür ist es halt die Schönheit innen drin, ne? Also nicht von außen, sondern von innen. Es wird ja noch weiter ausgebaut. Der Berg ist ja noch ein bisschen größer. Ne? Da kommen noch 2-3 Stockwerke bestimmt noch hin. Mhm. Und dann wenn es soweit ist und das Haus fertig ist, dann ziehe ich da natürlich auch wieder aus und werde wahrscheinlich woanders ein Haus so aufbauen. Aber das dauert natürlich, bis das noch kommt. Und auf jeden Fall werden wir dann nächsten Freitag wieder mit dabei sein beim Server Display um 20 Uhr oder 21 Uhr. 20 Uhr finden meistens die Events statt. Wenn ich wieder da sind, dann werden wir wahrscheinlich da schon aufnehmen, aber meistens machen wir dann erstmal die Events um 20 Uhr und dann um 21 Uhr nehmen wir erst richtig auf, beziehungsweise so, wenn die Events 20.30 Uhr, 21 Uhr, da beginnen wir meistens immer an aufzunehmen. Aber es kann natürlich sein, wenn die Events oben werden auf 21 Uhr, dann fangen wir erst um 22 Uhr an. Je nachdem, das schreiben wir alles in den Chat. Und bei den Events kann man natürlich tolle Sachen gewinnen und so ein Zeug. Und ich hoffe mal, dass ich das demnächst auch etwas besser über Twitter schreiben kann. @nimo.de heißt der Account. Das ist hier der Account vom MaxWaff-Server. Ja. Sonst nur noch was? Und sonst würde ich sagen, hat es mir heute echt Spaß gemacht zu Let's Playen. Viel besser als mit irgendeinem Kack-YouTuber. Und Peace out. Tschüss.